Landesrat Thomas Pupp diskutiert mit interessierten Menschen das Dauerthema Wohnen. Konkrete Fragen werden ausführlich beantwortet. Die Tiroler SPÖ hat realistische Antworten auf die Themen von heute. Ich würde gerne vom Herrn Landesrat Pupp wissen, wie er Wohnen in Tirol wirklich leistbarer machen kann. Was sind da seine konkreten Ideen? Was er sich vorstellt, wie man eben Studenten eben das Wohnen wieder attraktiv machen kann. Da ich der Meinung bin, dass es immer schwieriger ist für einen Student, eben eine attraktive Wohnung zu einem vernünftigen Preis zu bekommen. Herr Pupp, kann Wohnen überhaupt billiger werden in Tirol? Wohnen muss billiger werden in Tirol. Wir haben da mehrere Möglichkeiten. Zum einen sollte man den Markt mit seinen Mitteln schlagen, sprich eine große Wohnoffensive in den nächsten 5 Jahren starten, mehrere tausende Wohnungen, um die Marktpreise entsprechend zu dämpfen. Das wäre das Erste. Und das Zweite, was wichtig ist, eine große Baulandmobilisierung. Wir haben viel gewidmetes Bauland. Das müsste wirklich für das Bauen zur Verfügung gestellt werden. Ja, mich würde interessieren, was der Landesrat zur Leerstandssteuer sagt, ob sowas denkbar ist, das einzuführen. Dann Mietzinsobergrenzen, weil die Mieten einfach in Tirol extrem teuer sind, insbesondere in Innsbruck. Und ob es ihm gelingt, die Zweckbindung wieder einzuführen für das Wohnbauförderungsbudget. Für viele wichtige Themen eine Leerstandssteuer, eine Mietobergrenze und eine Zweckbindung der Wohnbauförderung. Wohnbauförderung zweckbinden wäre ganz wichtig, würde bedeuten in etwa 50 Millionen Euro mehr für den öffentlichen Wohnbau. Eine Leerstandsteuer finde ich auch gut. Leute, die ihre Wohnungen oder ihre Häuser leer stehen, sollten entsprechend besteuert werden. Und eine Mietobergrenze wäre gerade für den privaten Markt sehr sinnvoll. Also mich würde es interessieren für junge Leute, wie das ausschaut, wenn sie jetzt gerade ausziehen wollen mit Starterwohnungen, wie man da Angebote einholt, wie das ausschaut, ob das möglichst günstig ist und wie man da eben den Weg nicht kompliziert hat, sondern dass es einfach wirklich für junge Leute attraktiv ist, dass das leicht für sie ist auszuziehen. Ganz wichtig für junge Menschen natürlich das Thema Starterwohnungen. Das ist ein ganz spannendes Thema. Ich würde mir wünschen, neue, innovative Wohnformen für junge Leute, vielleicht zwischen 18 und 30, wirklich leistbaren Wohnraum, kleine Wohnungen mit 50 Quadratmetern, die man günstig mieten kann oder auch günstig erwerben kann. Beim Erwerben würde ich mir vorstellen, mit einer hohen Wohnbauförderung und mit einem Bankdarlehen, sodass auch junge Leute, die kein Kapital auf der Seite haben, also ohne Eigenmittel sich eine Wohnung kaufen können. Das sind also Angebote der SPÖ mit Landesrat Thomas Pupp zum Thema Wohnen für ein Miteinander in Tirol.